euch einen ganz tollen Tag. Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach und schnell es auch ist, einen Apfelstrudel im Glas zuzubereiten und das in der Mikrowelle, wenn man ganz schnell Gäste bekommt, was lauwarmes auf den Tisch soll. Das kommt immer sehr gut. Also wir waren gerade in unserer wunderschönen Rhön und waren Drachensteigen und sind jetzt so ein bisschen durchgefroren und haben Lust auf etwas Warmes zum Kaffee trinken. Also wenn ihr mal in die Rhön kommt und besucht am besten mal den Milseberg. Wunderschöne Aussicht, da hat der Riese Milz gelebt. Oder zum Drachensteigen auf den Weinberg bei Hünfeld. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Aber jetzt kommen wir zu unserem Apfelstrudel im Glas. Ganz einfach. Wir nehmen ein Ei. Wir nehmen ein klein wenig Apfelsaft. Dazu etwas Öl, ein Rapsöl oder ein Sonnenblumenöl. Das schmeckt nicht durch. Dann haben wir 80 Gramm Zucker. Das verrühren wir einfach mit dem Schneebesen. So. Wer möchte, kann ein wenig Zimt noch hineingeben. Dann brauchen wir eine Messerspitze Backpulver in unsere 120 Gramm Mehl. Nur so ein klein wenig. Das vermischen wir mit dem Mehl ein bisschen und lassen es jetzt nach und nach reinrieseln und verrühren gut. So. Das ist schon unser Grundteig, den wir ganz schnell in der Mikrowelle backen. Innerhalb ein paar Minuten ist das fertig. Das ist unser Grundteig. Für die Füllung brauchen wir etwa 60 Gramm Mandeln. Also ich nehme lieber Mandeln, weil die eher verträglich sind, auch eher bei Allergikern. Natürlich könnt ihr Haselnüsse oder Walnüsse nehmen. 60 Gramm Sultaninrosinen und zwei große Äpfel. Und das alles können wir in der Küchenmaschine pürieren, wie ich das hier gemacht habe. Ich püriere auch, also mache etwas kleiner die Rosinen, das ist dann angenehmer zu essen. So, und da hinein müssen wir zwei Esslöffel Zucker geben. Und ich habe auch etwas Zimt reingemacht. Wer Zimt nicht mag, na, der lässt es dann einfach weg. Das vermengen wir. Das ist unsere Füllung. Wer nun mal keine Küchenmaschine hat, der schneidet die Äpfel so klein als möglich und die Rosinen auch. Das geht sogar ganz gut mit einer Küchenschere, die Rosinen kleiner schneiden. Und die Mandeln müsst ihr dann halt zerhacken. Das geht am besten, wenn ihr eine Gefriertüte nehmt. Tut die Mandeln rein, haltet die Gefriertüte gut fest, legt ein Holzbrettchen unten drunter und haut dann mit dem Wellerholz oder dem Stickklopfer drauf und dann funktioniert das auch. So, dann nehmen wir uns ein Glas. Wichtig dabei ist es, dass es ein ziemlich dickes Glas ist, nicht so ein dünnes, weil es empfindlicher ist. Wenn ihr noch oben drauf eine Eiskugel setzen wollt oder Vanillesoße oder Sahne, dann vielleicht ein etwas höheres Glas. Ich habe dann auch diese Gläser hier, die sind ganz drollig. Und dann würden wir befüllen. Wir nehmen unseren Teig. Machen so einen guten Teelöffel hinein. So, und danach kommt unsere Füllung drauf. Ruhig ein bisschen mehr. So. Wer es so mag, macht nur unten Teig. Ich mag es ganz gern, wenn oben auch Teig ist. Also nochmal einen Teelöffel oben drauf. Und so würden wir jetzt alle Gläser befüllen. Danach kommen die Gläser in die Mikrowelle. Da jede Mikrowelle ein bisschen unterschiedlich ist, ist es so ein Mittelwert, man muss es mal ausprobieren. Also wir machen nur mit Mikrowelle das Backen. Zwischen 3 und 5 Minuten immer so 3 bis 4 Gläser.
Das funktioniert am besten, wenn ihr mehr Gläser reinmacht. Es ist ein bisschen ungünstig. Also 3 bis 4 Gläser zwischen 3 und 5 Minuten. Nach 3 Minuten würde ich es mal rausholen und schauen. Und wenn der Teig nicht mehr klebt, dann ist es fertig. Ein bisschen abkühlen lassen und dann garnieren mit Schlagsahne, Vanillesoße oder Eis, wie ihr das mögt. Vielleicht noch ein bisschen Schokoladenraspeln oben drüber hin. Und dann wäre der Apfelstrudel im Glas schon fertig. Und ich zeige euch dann die Gläschen nochmal nach dem Backen in der Mikrowelle. Hier seht ihr nun unsere fertigen Apfelstrudel im Glas. Einmal mit Teigdecke und einmal ohne Teigdecke. Die Menge, die ich euch angegeben habe, reicht etwa für 8 bis 10 Gläschen. Es kommt immer auf die Leistung der Mikrowelle an, wie lang wir backen, also 3 bis 5 Minuten etwa auf voller Power. Zur Zuckerangabe noch einmal. Manche mögen es weniger süß, manche mögen es sehr süß. Am besten versucht ihr einfach vor dem Backen nochmal den Teig und gebt ein wenig mehr Zucker zu, wenn ihr sagt, ihr mögt es süßer, und bei der Füllung genauso. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Idee. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich einen Daumen hoch bekomme und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich danke euch, einen tollen Tag euch. Danke, tschüss.